Minecraft-Bosse, die mich wirklich an meine Grenze bringen. Das ist das, was ihr haben wollt. Als Verstärkung habe ich heute Veni dabei und gemeinsam haben wir viele Stunden in diesen Boss investiert. Dementsprechend wird es mich riesig freuen, wenn ihr diesem Video eine positive Bewertung dalassen könntet. Genauso könnt ihr mir eine Riesenfreude machen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es geht sehr schnell und es bedeutet mir sehr viel. Viel Spaß mit dem Video. So, aber Freunde, ich grüße euch. Willkommen zur vierten Episode von Boss Battle. Wir werden heute den vierten Endboss versuchen zu besiegen. Also die dritte Folge mit Abstand für mich der absolute Favorite Boss. Ultra geiler Boss. Hat sau Bock gemacht. Und ich hoffe, dass wir beim vierten heutigen Boss das Ganze genauso gut nochmal vielleicht hinbekommen werden. Ich bin aufgeregt, ich bin hyped. Dafür kriegst du einen Resub. Ja! Also wenn du jetzt die restlichen Folgen auch gesehen hast, ja, dann weißt du ja eh hier schon Bescheid. Wir haben hier angefangen beim Corrupt Hoglin, dann haben wir beim Ork weitergemacht und der letzte war hier der Elefant, der, by the way, einen viel zu langen Namen hatte, also der Wildlife Protector. Ja. Yeah. Ein bisschen. Ich muss sagen, ich habe den Fight vom Corrupted Hoglin gesehen und den Fight vom Wildlife Protector, da habe ich sogar beide Folgen gesehen, glaube ich, waren das ja, ne? Oder war das eine lange? Es war eine lange. Eine extrem lange, ja, die habe ich komplett gesehen. Der Ork habe ich nur diese Folge gesehen, wo du dich mit Steg equipped hast. Oder falls das auch eine war, dann habe ich es nicht zu Ende geschaut. Ja, ist vielleicht ganz gut, weil das war mit Abstand der schwächste Kampf. Also der war, also ich will es nicht haten und so, aber der war halt echt nicht so krass. Wenn ich jetzt mal gerade so gucke, ich bin jetzt hier gerade in der Welt nach dem Kampf gegen den Elefanten und mein Stuff ist halt mittlerweile auch komplett gedrained. Meine Netherite-Rüstung ist teilweise auch komplett am Arsch. Wir müssen es jetzt erstmal hinbekommen, irgendwie dich lebendig zum Dorf zu bringen und dich erstmal ein bisschen zu equippen und dann können wir das nächste Ritual ein bisschen vorbereiten. Okay, hast du die Quartz oder weißt du? Ja, ist es nicht weit, ist es nicht weit. Also was ich mir halt denke ist, bevor wir jetzt das ganze Zeug hochfarmen, weil das habe ich bei dir halt beim Hoglin gesehen, und dann sterben wir oder so, und dann ist das Zeug gone, dann müssen wir es nochmal farmen, wäre es vielleicht, wenn das Ritual leichter zu farmen ist, als jetzt Full Netherite und das alles zu verzaubern, dass wir einfach mal mit, keine Ahnung, Iron oder halt Full Deer zumindest halt einfach nur reingehen. Ja, true. Also ich muss sagen, ich glaube, wir wären schon von dem, was ich gesehen habe oder wie das Ganze angekündigt wurde, glaube ich, brauchen wir auf jeden Fall schon echt guten Stuff. Also wir müssen auf jeden Fall, denke ich mal, ich würde sicherheitshalber echt Full Equip reingehen, weil die Leute, gerade wenn sie von der Community gemacht sind, die Bosse, die wollen halt echt einen komplett quälen. Also wirklich. Die wollen nicht mit Leiden sehen. Also das Elefantending hast du ja vielleicht gesehen, diese Bäume haben ja wirklich 8 oder 9 Herzenschaden gemacht. So, das war halt einfach so komplett, das war komplett gestört. Und ich kann so viel sagen, der heutige Boss, der wird eben mehrere Waves haben. Also das wird eine Art... So wie ein Raid halt. Ja, sozusagen. Also es wird sehr ähnlich sein wie ein Raid. Nur ist es ein, sag ich mal, ja, schon stark modifizierter Raid. Und ich kann dir ja schon mal sagen, was wir so für Materialien für das Ritual brauchen. Und da ist mit Abstand eine, ja, finde ich, schon echt krasse Sache dabei. Und zwar brauchen wir einen Zombie- oder Skelett-Spawner. Okay. Das heißt, wir können den mit Silktouch abbauen dann extra dafür, oder? Nee, also wir müssen auf diesem Ding, müssen wir ein Item-Frame reinpacken und dort muss ein Totem of Undying reingepackt werden und dann spawnt ein kleiner Zwischenboss, der uns nochmal ein Item droppt. Also ist ein bisschen, ein paar viele Schritte. Aber generell für den Boss brauchen wir nämlich 3 Köpfe. Wir brauchen einmal einen Dead Villager Head, einen Dead Enemy Head und einen Golem Head. Krass, dass ich das aus dem Kopf noch weiß, aber diese 3 Köpfe brauchen wir. Aus dem Kopf. Oh, sorry. Gut, Mann, ich hab's aber. Die 3 Köpfe brauchen wir unter anderem. Und ja, mit diesen 3 Köpfen bauen wir dann sozusagen einen kleinen Altar. Und bei diesem Altar wird der ganze Hase dann gespawnt. Also es ist kein Hase, aber ja, man versteht, was ich meine. Hast du mitbekommen, dass, wenn du die Folge mit Veni gesehen hast, dann war es immer so, dass die Gäste, du bist bald über der zweite Gast erst, dass immer irgendetwas in meinem Dorf hinterlassen werden muss von dem Gast. Bedeutet, du musst irgendwie das Dorf auf irgendeine Art und Weise bereichern. Was du da genau machst, ist dir überlassen. Aber mit Stegi muss ich halt Ewigkeiten auf ein Gewitter warten. Weswegen wir aber das ganze Dorf umgebaut haben und schöner gemacht haben. Okay, alles klar. Ja. Warte mal, warum ist denn hier noch ein Raid? Gute Frage. Oh, die läuft hier rum, die läuft hier rum. Du kannst dich ja mal ganz kurz erstmal ins Haus begeben und ich kümmere mich mal ganz kurz um den Raid. Warte, aber du müsstest zur Kirche gehen. Dort gibt es Rüstung oder Equip für dich. Das ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, dass der Raid hier ist, weil wir brauchen doch sowieso noch Totems Brand eigentlich, ne? Ja. Nehme ich einfach mal ein bisschen Zeug raus, ne? Ja, genau. Bedien dich einfach mal. Ich kann dir auch mal ganz kurz das hier nochmal zusätzlich abstellen. Da kannst du auch nochmal mit reinschauen. Ich muss auf jeden Fall mit meiner Rüstung auch ein bisschen aufpassen, weil die halt echt auch schon fast kaputt ist. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Hast du irgendwo noch Dias übrig, maybe? Sonst gehe ich gleich mal in meinen, oder? Ah, na, hier sind noch welche. Also ein bisschen könnte noch da sein, aber könnte schon sehr, sehr rar sein. Für Stege war ich extra caven, damit er sich halt eine Rüstung machen kann. Seine erste Aktion war ja, sich dann direkt mal 2 Dia-Helme zu machen. Das war auch sehr nice. Ach man, ich freue mich wenig, dass wir beide jetzt hier mal ein bisschen... Oh Gott, ja, ich freue mich gleich hier hoffentlich nicht zu sterben. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir mal ein bisschen wieder schön Minecraft zusammenspielen, ne? True. Sei ehrlich, du hast es auch vermisst. Wann hast du das letzte Mal Minecraft gespielt? Minecraft Week oder war es danach nochmal was?
Probably Minecraft Week. Aua. So, ich kann dir mal hier sicherheitshalber zwei Totems noch geben. Mhm. Man weiß ja nie. Momentan jetzt auch wegen dem 1.17 Update, wenn man nochmal so Revue passieren lässt, was die halt in letzter Zeit so für Updates gemacht haben, hat auch das ganze Ding mit den Raids ist eigentlich ultra geil, ne? Mhm. Was Raids eigentlich, finde ich, für nicer Content ist, so fürs Spiel. Also ich glaube, gerade für so Casuals ist es ja übertrieben das krasse Erlebnis, so ein Raid zu zocken. Stimmt, die Ravengers, die können ja auch Blöcke tatsächlich kaputt machen, ne? Yes. Ah, eventuell sollte man da ein bisschen aufpassen. Das sollte die vorletzte Wave auch dann sein. Oh, Wechsel. Oh mein Gott. Okay. Ich hatte Schilden da offen, doch wegen dem Ravager. Ich laufe. Ja, du weißt ja jetzt wo. 120 minus 800, by the way. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf nachher. Das wird auf jeden Fall auch nochmal interessant. Wir können einen schönen 7 Herz hier dran bekommen, direkt einfach. Mhm, ich kenn's. Geschmeckt. Es ist gerade auch nicht so angenehm, hier zurückzulaufen, aber ich gebe mein Bestes. Ja, willkommen, Vini. Hier zu meinem tollen Projekt. Ey, wenn die jetzt zu den Villagern reingehen, dann haben wir ein ganz. Also, dann habe ich ein ganz großes Problem. Oh mein Gott, oh mein. Oh mein. Alles klar bei dir? Ja, ja, alles chillig. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar neue Totems. Ja, ich denk auch, dass das gut ist. Wir brauchen sowieso welche eben. Ja, einmal, weil wir es halt brauchen. Und ich glaube dann auf jeden Fall für den Boss ist es auch nochmal praktisch to have. Moin. Hi. Ich bin auch mal 43 Sekunden mal kurz gepoisoned. Such dir ein gemütliches Plätzchen. Du machst es schon, Basti? Jo, alles klar. Zum Glück habe ich noch ein bisschen nettes Equipment dabei. Hallo. Ich bin da, aber ich weiß nicht, ob ich dir wirklich helfen kann. Ey, ja, ey, vor allem, dass jetzt auch nochmal so eine dicke Zombie-Party kommt, ne? Guck dir das mal an. Wie die laufen. Ah! Oh mein Gott, hab ich da... Ich lenk die ab. Ja, danke. Zwei Herzen. Okay, zwei noch. Ja. Hast du meinen Stuff eigentlich eingesammelt? Ja, ja, hab ich. Okay. Ja, sind beide hier. Beide genug Crossbow. Oh mein Gott. Die Lowies. Danke, ey. Aber ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dann können wir wenigstens für dich halt auch günstig traden. Haben wir es? Ja. Juhu. Das war das schnellste Hero of the Village, seit ich auf einem Minecraft-Server gejumpt bin aller Zeiten. Ja, du warst doch nicht so... Ja. Rekordzeit. Was ist jetzt los? Ja, die freuen sich. Hero of the Village. Achso, Leute. Würdest du dich nicht freuen, wenn die Invasion abgewehrt wurde? Was ist das? Freude. Was brauchen wir? Oder wie heißt der Boss? Das ist auch mal das Ding, ja. Also der Boss, um es mal vorwegzunehmen, ich darf den Namen nicht zu laut sagen. Und ich will ihn auch nicht aussprechen, weil es bringt Unglück. Aber ich sag mal so viel. Das, was wir gerade erlebt haben, hat schon ganz gut was damit zu tun. Und zwar werden wir leider ein paar Villager sehr wütend machen. Jetzt haben wir sie ein bisschen glücklich gemacht, aber davor auch wütend. Aber heute wahrscheinlich nur wütend. Und zwar werden wir gegen den Angry Villager, werden wir heute fighten müssen. Und was der heute so alles für uns hat, das wirst du heute noch mitbekommen. Wir müssen für das Ritual vorbereitend drei Köpfe ranholen. Das habe ich dir eh schon gesagt, aber wir brauchen den Dead Villager Head, den Dead Enemy Head und den Golem Head. Dazu müssen wir zwischenzeitlich kleinere Zwischenbosse töten, um an diese Sachen ranzukommen. Und mit diesen drei Bossen können wir dann in einem Altar das Ritual vollenden. Für den allerersten Kopf brauchen wir gar nicht mal was Krasses. Wir bräuchten einen Cauldron, ein Lilypad und einen Emerald Block. Das wären drei Sachen, die wir bräuchten. Yep. Oha, krass. Dann komm einfach mal mit. Ich meine, wenn es jetzt funktionieren sollte. Also wir haben den Cauldron, wir haben den hier. Und ich werfe da jetzt rein den Block und das Lilypad. Oh, Leute, wer sind die denn? Und das hier sind unsere Kollegen. Das sind die Goblins. Einer von denen hat einen Nametag. Und der sollte uns nach einer Zeit ein Geschenk geben. Aber ganz wichtig, also wirklich wichtig, Veni, du darfst sie nicht angreifen. Es wurde mir nur gesagt, wenn man die angreift, wird man es bereuen. Aber was, das heißt, wir warten jetzt, oder wie? Genau, wir müssen jetzt warten, bis, glaube, der Goblin uns den ersten Kopf droppt. Und der muss uns eigentlich den Dead Villager Head droppen. Okay. Das sind, by the way, glaube ich, die Villager, die eigentlich für den Dschungel gedacht sind. Es gibt ja Jungle Villager. Wait, what? Gibt's wirklich? Ja, aber nur als Textur. Oder sind es die Swamp? Ja, das sind die Swamp Villager. Ich glaube, du hast ihn gedroppt bekommen. Hat er den jetzt einfach... Er hat ihn hingelegt, ja. Okay, perfekt. Ja, das war's schon mit den Jungs. Ja, aber droppt er jetzt noch mehr? Also ist das so eine Farm oder bleibt das einfach immer stehen? Ich weiß es nicht. Also ich keine Ahnung, was die jetzt noch machen. Aber ich würde sagen, lass uns halt lieber nicht mit denen anlegen, oder? Corona! Ja, scheiße. Hä, hey, als ob das jetzt war. Ich habe jetzt safe gedacht, das kommt jetzt keine Ahnung, was für eine Riesen... Ich dachte jetzt auch schon, ich sterbe. Jetzt rüstungstechnisch oder generell equip für den Bossfight willst du jetzt noch gar nicht machen? Wollen wir uns jetzt erstmal nur um die restlichen zwei Köpfe noch kümmern? Genau. Ich will mal schauen, wie schnell wir die ranbekommen. Einfach, damit wir das mal haben und dann können wir noch equip farmen, ne? Okay, weil als nächstes bräuchten wir jetzt einen Zombie- oder Skelett-Spawner. Und auf diesen Zombie- oder Skelett-Spawner muss ein Item-Frame gesetzt werden. Und da in dieses Item-Frame muss ein Totem of Undying gesetzt werden. Und dann spawnt ein weiterer Zwischenboss. Der muss diesmal dann aber auch getötet werden, damit er uns den Dead End
Enemy Head geben kann. Das heißt eigentlich, ich kann dir so viel sagen, ich habe in dieser Welt noch keinen Zombie oder Skelett-Spawner gefunden. Oder ich kann mich jeweils nicht mehr daran erinnern. Eigentlich müssen wir caven, Strip-Mine in verschiedene Richtungen und einfach hoffen, dass wir Glück haben, oder? Hast du schon eine OP-Pickaxe für dich? Mit Mending? Ja, habe ich. Ich würde einfach in Richtung Norden caven. Ja, ich komme jetzt nochmal hoch und mache meine Pickaxe fertig und dann gehe ich auch, dann fange ich auch an zu caven. Ja. Ja. Es ist echt lange her, dass ich halt echt einfach mal so geforced nach so einem Spawner gesucht habe, ne? Macht man eigentlich auch nie, ne? So, wenn das in Craft Attack passiert, dann freut man sich halt, aber man sucht nie irgendwie gezwungen danach, so. Gefühlt. Ja, generell, also wir mussten schon so halbwegs absurde Sachen immer wieder machen. Wie lange ich halt mit Stege auf ein Gewitter gewartet habe, das war... Ich habe wirklich, also zu dem Zeitpunkt habe ich halt in so vielen Challenges auf Gewitter gewartet. Bei alle Monster in 12 Stunden töten, dann mit Stege in dieser Dings, das ist... Irgendwann, das wurde wirklich zu viel. Und hier in dieser Welt ist ja ein Skelettpferd auch dann noch gespawnt, obwohl ich es halt nicht brauchte. Ich glaube, jetzt hier mal eine Mineshaft ab, was hier ist. Ja, mach das mal. Gap gefunden, Pock. Juhu, ich habe noch 24 dabei. Ich habe noch ein Gap gefunden. Alter, holy shit, wir müssen ja gar kein Stuff mehr uns so besorgen für den Endboss. Einfach der Looter. Hast du hier, du liebst mich, oder? Wieso? Hast du einen gefunden? Ja, ich habe einen Zombie-Spawner. Weil wie schnell kannst du so einen Spawner finden? Das ist insane. Ich habe irgendwie Speedrunner das heute. WTF? Auf welcher Höhe? Wenn ich Danny wäre, würde ich es abbauen. Ja, bitte nicht. 31. Okay, top. Was ist das dritte, was wir dann brauchen? Welchen Head kriegen wir hier jetzt? Hier kriegen wir den Dead Enemy Head und dann müssen wir den Golem Head ranholen. Dafür brauchen wir 4 Dia-Blöcke. Also wir müssen basically einen Diamant-Golem machen, den wir aber noch mit einem Item-Frame ein Schild geben. Mit einer Melone oder mit einem Kürbis? Mit einem Kürbis. Schade. Na gut, dann komme ich mal zu dir. Jo. Wir müssen aber jetzt hier gleich einen kleinen Zwischenboss killen, der eventuell ein bisschen Damage machen kann, ne? Ich meine, wir haben hier Totems, ne? Also eigentlich sollten wir auf der sicheren Seite sein. Diesmal habe ich es auch actually in der Ich hoffe, wir sterben an den ganzen Endboss nicht einmal, aber du einmal an Wechseln. Das wäre so mies. Ja. Moin, bin beim Spawner. Ah, da hast du dich runtergegraben. Ja, ja, guck hier, guck hier. Ich bin einmal durch den ganzen Mineshaft gelaufen und hab dann einfach gedacht, das ist eine gute Idee, sich hier random in die Wand zu graben. Digga. Aber das ist der Riecher, den du hast. Ich würde dir empfehlen, nimm mal vielleicht ein bisschen Abstand, weil wir müssen vielleicht gleich mal nach hinten weg ein bisschen ausweichen, ohne jetzt hier Stress machen zu wollen. Aber was wir jetzt machen müssen, ist hier ein Itemframe draufpacken und auf diesen Kollegen packe ich jetzt einen Totem auf Undying. Wir hätten vielleicht eventuell den Spawner ausleuchten sollen. Hast du Fackeln? Stark, Junge. Ich glaube, ja. Passt. Alright, auf geht's! Oha! Junge, holy shit, was ist das? Schneesturm. Der ist ja full Tier-Zombie. Lol, er ist schnell! Ja, und der ist auf jeden Fall auch ein bisschen stärker. Aber du siehst schon, er hat einen Kopf in der Hand, den wir auf jeden Fall brauchen werden. Aber der ist auf jeden Fall doch relativ harmlos. Oh, er ist... Er killt mich. Jo, ciao. Er hat vor allem nur Aggro auf dich. Nice. Ja, moin, absolut OP. Er tankt aber auch. Er ist mittlerweile auch Aggro auf mich. Ja, warte, ich komme gleich wieder. Ich geb noch einmal hinterher. Warte, ich muss einmal kurz... Er kommt runter, Basti, der ist sauer. Als ob, boah. Ich bin runtergeboxt. Junge, wie viel Herzen hat denn der? Der ist echt saustark. Boy, nein. Wir boy, nein. Wir Orbitrappen ihn. Ja. Hast du Blöcke? Ich hab keine. Warte, ich hol kurz. Hab ihn. Okay. Da, mein Freund, jetzt wirst du ausgekrittet. Junge, was tankt der? Junge, also das ist echt ein bisschen krass. Du bist ein Sharp 5, oder? Ja, ich hab Sharp 5. What the fuck? Okay. Ah. Aber, ich glaube, du hast... Warte, hier. So, dann haben wir den zweiten Kopf auch. Ich hätte echt gedacht, der dauert ein bisschen länger, ne? Aber läuft ganz gut mit dem Spawner. Wie viele Herzen Damage hat der gemacht, circa? Ich glaube, so ein, zwei, also so ein Herz, anderthalb Herzen. Okay, mir hat er zwei gehittet zu zwei, zweieinhalb. War schon nicht schlecht. Dann brauchen wir wirklich nur noch einen Kopf. Genau, jetzt haben wir 2 vor 3 Köpfen. Und jetzt brauchen wir gleich nochmal 36 Dias, sprich 4 Dia-Blöcke, ein Kürbis, ein Schild und ein Item-Frame. Und wenn das dann vollbracht ist, dann werden wir nochmal den Altar aufbauen. Aber der Altar könnte nochmal ein bisschen Zeit kosten. Ich glaube, dafür müssen wir gleich mal vorbereitend schon mal ein paar Villager fortpflanzen. Denn wir brauchen für den Altar 4 Villager. Und die Arbeitergesellschaft hier wird nicht geopfert. Nee. Wir brauchen auch bestimmte Berufe bei denen und die müssen frisch sein. Gut, Jungs, dann kommt mal her. Hier ein bisschen Brot, hier ein bisschen Brot. Also voll viele sagen immer, dass sich die selbst das Brot untereinander aufteilen. Ich glaube es auch, aber ich finde es... Ja, machen die ganz sicher. Da habe ich ein Crafted Deck nämlich gehabt, da wollten sie sich nicht fortpflanzen, wo ich so 2 Villager habe. Und ich habe 10 Betten Dinge reingetan und habe denen halt Brot zugeworfen, nämlich 3 Nächte nicht gepaart. Dann habe ich einfach ein Stack Brot reingeworfen, nichts passiert. Bin offline gegangen und am nächsten Tag logge ich mich an, ich habe 10 Villager. Okay, ja, die müssen dann auf jeden Fall noch wachsen und deswegen, das könnte noch eine Weile dauern, bis sie halt eben ausgewachsen sind. Aber ich würde sagen, Kürbis. Habe ich einen Kürbis da? Nein. Aber 36 Dias habe ich. Das tut auch ein bisschen weh, so viele Dias dafür aufzuopfern. Das ist true. Soll ich dann schon mal in den Nether gehen, oder? Meinst du für... Netherite halt noch? Ja, kannst du an sich machen. Aber soll ich den Typen jetzt alleine machen? Achso, das spawnt jetzt auch wieder ein Boss? Ja. Dann bleibe ich noch kurz, ja. Das spawnt ein Golem, aber dafür bräuchten wir jetzt erstmal einen Kürbis. Ja gut, ich würde dann einfach mal ein bisschen rumfliegen, um einen Kürbis zu finden. Warte. Hast du einen Kürbis? Nein, wir haben Kürbis-Seeds. Ah. Ja, Basti, hier sind 5 Kürbis in der Kiste. Was? Warum? Als ob? In welcher? Er so, ich hab kein Gunpowder, ich muss fliegen, um Kürbis zu suchen. Ja, in der Seed-Kiste hinten.
Der Mann kennt seine eigene Ordnung nicht. Wow. Ich denke mir gerade so, hä? Warte mal, ich habe doch gerade irgendwo Kürbisse gesehen. Perfekt, dann habe ich ja jetzt die Kürbisse gefunden. Never mind. Dann haben wir den jetzt auch da. Sind schon ein paar Babys nachgekommen? 4 Stück. Oh, perfekt. Genau, 4 Stück brauchen wir. Alright, dann komm mal mit. Dann gibt's jetzt für uns, also das ist wirklich ein halbes Feature, was wir machen, aber den dritten Kopf bekommen wir mit einem auch wirklich sehr, sehr schönen Ritual. Es tut mir ein bisschen leid, das Dorf hier so kaputt zu machen, aber wir brauchen ein Item-Frame. Mein Herz blutet ein bisschen dabei. 36 Dias jetzt für den Kollegen. Diamantengolem. Ja, auf jeden Fall kommt in die Mitte jetzt nochmal hier so ein Schild. Und dann kommt in der Mitte logischerweise der Kürbiskopf. Du kannst es gerne tun, Veni. Ich schicke dich gerne ein bisschen vor. Ja. Zum Schutz. Oha. Oha, er hat eine Krone. Ja, sieht schön aus. Hat uns noch nicht gesehen, oder? Ich glaube, er glaubt, wir sind Freunde. Ich glaube, er denkt noch, dass wir Freunde sind. Ich glaube, dass er halt wirklich sehr einfach zu upplayen ist, ne? Boah, Veni, du bist so ein guter Minecraft-Spieler. Ich glaube, der hält ein bisschen mehr aus als ein normaler. Aber der Zombie hat mehr getankt, glaube ich. Na, noch kannst du es nicht sagen. Und der dritte Kopf ist auch schon da. Und zwar den Golem-Head. Damit haben wir jetzt den Dead-Villager-Head, Dead-Enemy-Head und den Golem-Head. Die drei brauchen wir, um das Ritual zu bauen. Und die Villager noch, oder? Genau, und die Villager brauchen wir gleich. Soll ich jetzt farmen gehen, oder? Ich überlege, also ich glaube, dass jetzt Farm eigentlich am schlauesten wäre. Und ich würde an sich dann einfach jetzt mitkommen und auch mit, Oder soll ich derweil mein Andenken hier bauen? Da hast du schon was im Kopf, oder was? Ich überlege noch. Ich weiß aber, glaube ich, schon was. Ich kann meinetwegen schon vorgehen. Dann gehe ich jetzt ein bisschen, Netherite farmen. Alles klar, passt. Du hast doch bessere Rüstung. Also ich glaube, wenn du in Lava reingrippst, juckt dich das nicht, während ich vielleicht sterben könnte. Ja, wir haben übrigens hier ein Portal. Also falls du nachher eins. Alles klar. Passt. Boah, ich glaube, der ganze Nether ist halt auch für 15 Stunden so auseinandergenommen, ey. Ja, du hast ja auch schon super viel Netherite gefarmt, oder? Ja, also ich glaube, bis jetzt brauchte man, das ist das erste Ritual von allen Bossen, bei dem man kein Netherite braucht. Darüber freue ich mich tatsächlich mal, weil das sonst echt ein bisschen anstrengend war. Kann ich mir vorstellen. Also ich bräuchte 4 für meine Schuhe und du hast ja gar nichts, ne? Ich habe gar nichts, ich bräuchte 20. Ja, das kriegen wir hin. Dass am Anfang halt so Betten eigentlich so als effizienteste Technik so damals gesagt wurde. Ich finde wirklich halt Caven. Ich finde das am besten, safe. Ja, auf jeden Fall. Aber geh auf Höhe 11 oder 12, würde ich sagen sogar. Echt, ja? Ja, also in Minecraft Week habe ich hier Full Netherite für alle gefarmt in 2 Stunden. Und das habe ich gemacht, indem ich auf Höhe 12 gestrippt habe tatsächlich. Ja komm, mach ich jetzt auch. Wie machst du es? Also 2x2 Gänge oder machst du es größer oder machst du es kleiner? Ich mache 1x2 in eine Richtung, solange bis mir irgendein Hindernis in den Weg kommt. Und ich mach's immer an der Chunk-Grenze. Mach Chunk-Grenze. Also mach F3 und geh an. Und dann schau, dass du immer an der Chunk-Grenze bist, ja, weil dann ist die Chance höher, dass du was findest, weil das immer pro Chunk spawnt. I see. Was halt das Geile ist, ist, wenn du dann an der Chunk-Grenze bist und du findest 2 Vorkommen nebeneinander, 1 links, 1 rechts und beides sind 3er. Das ist insane. Also Bandbomben ist halt einfach auch zu ressourcenaufwendig. Das ist halt echt teuer. Also auf Langzeit. Du musst halt legit so, keine Ahnung, ein ganzes Infall mit Wolle mitnehmen und du musst dauernd craft. Das ist super nervig. Ja, selbst das Holz ist teilweise auch echt wertvoll. Also jetzt so ultra, aber. Oh, das läppert sich schon zusammen. Ich glaube, ich würde jetzt echt zurückgehen. Ich habe jetzt 28. Darfst du aber nicht gucken. Ich gucke nicht. Wo darf ich nicht hingucken? Ich bin im Villager-Haus, aber unten drunter. Okay, naja, das kriege ich ja hin. Also ich kann ja trotzdem einfach dann Holz farmen, bisschen traden und hier vielleicht nochmal einen guten Bogen ranholen und sowas. Ja, genau. Ich glaube, das ist jetzt echt sinnvoller. Gut, ich bin zurück mit Ancient Debris. 27 an der Zahl. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Und die werde ich jetzt einmal durchsmannen. Hast du eigentlich mal eine krasse Axt? Ja, ne? Ich bräuchte die, weil ich würde jetzt ganz gerne Emeralds farmen. Ja. Was dir wird das gefallen, was ich hier baue, glaube ich. Oh, da bin ich gespannt. Hat es was mit Flanken zu tun? Nein, tatsächlich nicht. Ja. Oh, lame. Das ist so dumm. Ich habe Fire Protection, Mending Unbreaking auf meinen Schuhen. Ich muss jetzt disenchanten, damit ich halt Protection drauf bekomme, aber trotzdem dann wieder Unbreaking und Mending aufballern. So doof. Mach nicht, du kannst es mit weiteren Boots combinen. Ah, true. Leute, so schlau. True. Ich mache einfach Prot 4 Schuhe und ich kann auch dann meine Fire Protection, Mending Unbreaking Schuhe mit den Prot 4 Schuhen kombinieren. Und es kann ja nur ein Protection übernommen werden. Aber ich übernehme dann einfach nur das. Das würde funktionieren. Soll ich dir mal einen Clip geben? Ja. Oh Gott, ja. Scheiße, der ist ja unenchanted. Och, du lieb. Oh mein Gott. Was hat denn der da an? Ja, Moment. Ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, was du da unten baust, ne? Wirklich gar nicht. Ich glaube, du wirst es schon cool finden, bin ich ehrlich. Ah, du hast ja schon 2 Unbreaking-Teile. Das ist gut. Das ist sehr gut. Real Talk, ich glaube, dir wird das echt gefallen, Basti. Okay. Du wirst ein bisschen unterschätzen, wie wenig Mühe ich da reingeschätzt habe. Ich unterschätze, warte, ich kann nicht mehr reden. Du wirst echt unterschätzen, wie wenig Mühe ich mir hier gegeben habe. Komm, gib Ruhe.
Geiler. Nee. Mein Junge, warum ist denn hier ein Fischer? Hä? Oh nein, du hast auf jeden Fall mit einem Barrel gebaut. Ja, hab ich echt. Ich brauch Fletcher zum Trade. Auf einmal sind hier auf einmal so Fischer. Oh mein Gott, ey, Veni, ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe jetzt erst gleich das erste Prot 4 Buch fertig. Wird ein bisschen länger dauern noch, sagst du. Aber ich kann dir dann auch gleich helfen, wenn ich fertig bin, also ist auch. Ja, gut, true that. Ich komme jetzt doch gerade ganz gut mit den Büchern voran. Also ich habe bald 3 Prot 4 Bücher. Ich habe einen Power 3 Bogen bis jetzt erst nur gemacht. Ist jetzt die Frage, was dir halt ausreicht. Wo du auf du halt hinkommst. Kann dir, wie gesagt, noch helfen, wenn ich fertig bin. Jetzt halt damit schauen, wie weit wir. Wie es dann aussieht halt, ne? Yes, yes, yes. Scheiße, ist das teuer. Oh mein Gott, Veni, es wird so teuer. Das kostet so viel Level. Ich habe 22 Level, by the way. Ja. Was dann relevant sein sollte. Freunde, das wird sich alles lohnen. Der wird absolut keine Chance haben gegen uns. Wir machen den so fertig, den Typen. Ja, Mann, safe. Gibt's ein Bild, was 1 mal 3 ist? Nein, oder? Nee. Junge, hol dir, was machst du? Du wirst sehen. Mit wie viel Detail gehst du denn da ran, dass du jetzt so eine speziellen Bilder halt auch haben willst? Schau vor, das sieht jetzt halt richtig scheiße aus, dass du die ganze Zeit baust. So richtig kacke, Alter. Ich tue so, als ob ich hier so das übelste Ding war, und dann kommst du so runter. Junge, ich habe halt safe, weiß ich nicht, wie viele Stacks Holz schon gefarmt. So, Veni, ich habe jetzt verdammt nochmal deine Rüstung fertig. Yes, ich bin auch gleich fertig. Wirklich jetzt. Bitte sag, dass es 22 Level waren. Es waren 16. Trotzdem ist die Rüstung fertig. Wofür wollte ich das nochmal haben? Willst du mal reinschauen, mit was für Blöcken ich gebaut habe, Basti? Nice. Und unten ist noch eine Doppelchestenvolle. Ich Junge. Bin jetzt ready. Willst du dir anschauen gehen? Warte. Du darfst jetzt nicht diesen magischen Moment überspringen. Real Talk, ich habe halt gar keine Ahnung, was mich jetzt da erwartet, ne? Willst du mal in die Schalker-Kiste reingucken? In die dunkelblaue? Also Mending habe ich jetzt nicht mehr raufgemacht, aber... Ja, das brauchen wir auch nicht, glaube ich. Lones Arrow sogar. Oha, wer ist er? Ja, ich musste irgendwie Level ranholen. Geil. Guck mal jetzt hier, in die hellblaue kannst du auch nochmal gucken. Nice. Alright, Venicraft. Warte ganz kurz, ich muss mir eine Stärke davon kurz klauen. Warte. Okay, jetzt aber. Was würdest du sagen, passiert in einem Keller, wo so viele Leute den ganzen Tag arbeiten müssen? Die gehen bowlen. Ist schon in die richtige Richtung. Die brauchen Freizeit. Okay, Freizeit, ja. Aber was brauchst du nach so einem richtigen Arbeitstag, so Feierabend? Oh, was brauchst du, der deutsche, mittelständige Mann, nein. Wenn er hier einen harten Arbeitstag hinter sich hat? Eine 40-Stunden-Woche an einem Freitagabend. Alkohol. Ach nein, du versaut. Ah, okay. Du hast entweder eine Kneipe oder eine Bar oder so gebaut. Ja. Okay, lass runter. Okay, bitte. Guck mal hier, der Eingang so. Und dann geht's hier um die Ecke. Warte mal, wie groß ist das? Aber hä, wie gut. Es sieht ultra gut aus. Okay, holy shit. Ja, ach so. Chillige, einladende Musik. Hast du keine andere gefunden? Ja, soll ich eine Bestie noch schnell geben, Basti? Nee, lass lieber. Junge, aber hä, wie gut. Es sieht wirklich richtig gut aus. Nein, oh mein Gott, du hast sogar den... Ich hab sogar einen Barkeeper. Junge, das ist insane. Das ist halt Real Talk insane. Der Barkeeper ist einfach ein Kind, der kann nicht mehr über den Tresen gucken. Ey, es sieht richtig gut aus. Warte, du hast aus Kohleblöcken das gebaut? Das sieht... Ja, du hast vielleicht keine Kohle. Oh mein. Es waren nur 140 Kohleblöcke. Aber es sieht richtig sick aus. Nein, wirklich ultra gut. Ich finde, dass die Blöcke, also mit den Kohleblöcken, mit dem schwarzen Background passt das richtig gut. Ich hätte es mir niemals so vorgestellt. Ich habe mir so einen größeren Raum vorgestellt, aber es ist halt so durch die Kompaktheit halt viel angenehmer. Bedien den Mann, du hast keinen Feierabend mehr. Komm. Du siehst so klein aus. Du siehst wieder so ein kleiner Junge aus. Aber hast du die ganzen Details hier noch gesehen? Guck hier, da der Kühlschrank hier. Oha. Dann hier daneben ist so das Glas, was ich gerade fertig mache. Hier ist das Schneidebrett, auf dem ich hier mein Kraut gerade schneide. Hinten liegt die Schere. Guck mal, damit schneide ich noch. Ja. Ein paar Zutaten. Die Spülmaschine. Abwasch auch noch hier. Und hier drüben kann ich so Rezepte nachschauen, was ich noch was brauche. Hier vorne vor mir habe ich die Bestellungen, die ich gerade brauche. Und der Typ steht hier gerade, da ist so, siehst du, da ist auch so ein Wasserhahn. Ja, der badet sich gerade. Der macht den Sondercocktail. Dann hier kannst du ein Bier zapfen. Du musst aber auf jeden Fall noch ein Schild machen. Und hier unterschreiben. Warte, ich mach dir eins. Dark Oak. Ich hab noch. Natürlich, Dark Oak. Die Bar heißt Puzzles. Okay, warum? Genau, das ist die Frage. Wow, mysteriös. Du hast Haar mit dir Mara nie gesehen, sonst würdest du das verstehen. Nee, ich hab's schon gesehen, aber anscheinend nicht so getryhardet. Bin gespannt, was der nächste hier bauen wird, ne? Mal gucken, ich bin auch gespannt. Also es entwickelt sich immer, ich sag ganz ehrlich, das ist echt stark vorgelegt. Das Dorf war auch sehr, sehr stark, aber das hat auf jeden Fall nochmal eine schöne eigene Kreation mit einem schönen Touch, der auch an dich erinnert. Okay, Veni, wollen wir jetzt einen Endboss töten? Yes, let's go. Juhu!
Und dann müssen wir echt mal es hinbekommen, jetzt 4 stabile, normale Villager hier rauszulocken, dass wir den Boss jetzt mal herausfordern können. Basti, kurz mal durchgehen. Ich habe die Pickaxe noch, ne? Ich habe meinen Bogen mit den ganzen Pfeilen. Ich habe 6 Totems, Full Netherite, das Schwert, Essen, Gaps, einen Wassereimer. Und ich hole mir jetzt auch noch einen Stack Blöcke oder so, ne? Ja, ich habe 1 Totem in der Offhand und 2 im Inventar. Ja, dann gebe ich dir welche. Danke. Jetzt hast du 4 Totems, oder? Genau. Du hast auch 15 Gaps, nehme ich an. Yes. Dann kannst du dir mal Potions auch nehmen. Ah ja, true. Wie viele nimmst du da mit? Wir können ja generell die Schalker mitnehmen. Aber ich würde es eigentlich genau aufteilen, dass jeder halt die Hälfte hat. Für den Altar, beziehungsweise fürs richtige Ritual, müssten wir jetzt erstmal 4 normale Villager jetzt hier rausbekommen. Vielleicht jetzt mal hier an der Seite aufmachen und dann mal gucken. Scheiße. Wie machen wir das am besten? Wir brauchen halt nur die normalen, ne? Ja, also die normalen müssen dann einen Beruf erlernen. Wir brauchen einen Cleric, dann einen Armor-Typen, einen Weaponsmith und einen Fletcher. Aber ich will halt ungern die opfern, die jetzt halt hier schon sind. Weißt du, was Chat geschrieben hat, was actually vielleicht smart wäre? Was denn? Suchen uns ein neues Dorf, machen das einfach dort. Würde ich auch eigentlich sagen. Nehmen die Arbeitsblöcke mit und traveln. Ja, true. Dann, wir brauchen einen Brewing Stand, einen Blast Furnace, einen Disenchanter und einen Fletching Table. Fletching ist hier schon. Dann brauchen wir auch noch einen Emerald Block. Und einen Lava-Eimer. So, ich habe den anderen Furnace, genau. Hast du schon ein anderes Dorf hier irgendwo gefunden oder traveln wir einfach blind? Ich würde sagen, dass wir einfach fliegen. Auf geht es! Plains-Biom, könnte hier unser Dorf sein? Es könnte vielleicht so sein. Tiger-Biom, könnte hier unser Dorf sein? Bastian, Dschungel! Hab'ns. Oh, wo? -3, -5. Alright, komm mal. Oh, Jungs. Ja, hier sind direkt 4 Stück. Alle keinen Beruf. Perfekt. Und wo bist du? Da. Nice. Ich würde die Jungs echt ganz gerne, aber in so einer offenen Fläche, also dass wir die jetzt gleich nochmal wohin locken, dann baue ich das jetzt schon mal kurz. Ja, das machen wir mit Boot dann einfach, oder? Ja, okay. Ich würde nämlich generell hier an. Oh, das sieht schön aus. Hier so eine schöne offene Fläche. Also, was wir jetzt machen müssen für eine Konstruktion ist, erst einmal, wir müssen ein 3x3 Loch machen, was 2 Blöcke tief ist. In diesem Loch gibt es nochmal in der Mitte ein weiteres, tieferes Loch. Da muss später die Lava rein. Und an den Seiten kommt erstmal so eine Konstruktion hin. Und dann kommen die Workstations dort unten hinein. Die Lava kommt hier in die Mitte. Darüber kommt jetzt nochmal ein Dirtblock. Dort wird alles drauf gedroppt. Dann die dritte Workstation, Brewing Stand. Und die vierte Fletching Table. So, jetzt müssen die jeweiligen Villager in die Ecke. 1. Das ist ja verarscht. Same. Ich glaube, ich mache die Lava zum Schluss rein. Ah! Oh, oh Gott. Warte, ich habe eine Idee. Der raus, er ist raus passiert. Digga, er ist schlauer als du. Oh mein Gott, Vinny. Das kannst du keinem erzählen, ne? Bisschen noch. Komm, du schaffst es, Kollege. Jetzt gehst du hier ins Loch ran. Ey, die sind eigentlich jetzt von den Workstations vertauscht, ne? Ist das schlimm? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es jetzt vielleicht nicht funktioniert. Also das Ding ist, wir müssen halt so 3 Köpfe in Lava dann schmeißen, ne? Mhm. Die sind dann halt weg. Und wenn das halt jetzt sozusagen das... Also ich... Nein, ich gehe dieses Risiko nicht ein. So, jetzt hole ich die hier wieder raus, ne? Hä? What the fuck? Warum? Houdini? Kann er das auch? Oh, oh mein Gott, er kann das auch! Danke, holy shit. Stimmt das jetzt von den Berufen her? Ja, es sollte jetzt richtig sein. Kannst du die Lava ready halten? Ja, warte. Also du platzierst die Lava und dann machst du direkt über der Lava einen Dirtblock wieder hin. Warte, aber was ist falsch? Was ist falsch? Der Cleric ist falsch. Warum ist der Cleric falsch? Der Armor Smith ist im Loch vom Cleric. Sie haben recht. True, guck mal hier. Der müsste ja hier... Hä? Ja, ich kenne mich da nicht aus, was du noch. Ich sag's gleich. Der müsste wirklich auf die andere Seite, oder? Der und der Cleric müssen tauschen. Okay, warte, wir können es ja einfach von hier machen. Du musst den neben dir auch noch abbauen, den anderen Block da. Fletching Table kannst du nicht auf die andere Seite stellen. Ich mache jetzt alle. Ja. Five. Digga, warum nicht einfach direkt so? WTF? So, ja, also jetzt kann es halt nicht falsch sein, oder? Okay, hast du die Lava ready? Ich hab die Lava ready, aber ich brauche einen Dirtblock, oder? Hast du gesagt? Genau, einfach einen Dirtblock dann da drüber. Die Lava platziere ich auf den Dirtblock oder auf die... Nee, Tools? Lava jetzt so auf dem Endside, dann Dirt drüber sozusagen und dann muss ich die Sachen reinwerfen und dann müssen wir den Dirtblock abbauen. Okay, Lava kann ich dann schon platzieren, oder? Ja, aber das kann halt sein, dass es jetzt anfängt zu brennen. Der eine Villager hat nämlich auch schon angefangen zu brennen, weil hier okay, so... Okay, also ich platziere die Lava hier und dann wirfst du die Sachen rein und dann platziere ich den Dirt, oder was? Nee. Lava und Instant Dirt. Lava, dann Instant Dirt sozusagen an den Fletching Table oder so ran, dann werfe ich die Sachen drauf und ich baue dann den Dirtblock ab und dann sollte es losgehen. Okay. Ready? Ja. Ich mache die Köpfe rein und wir bauen den jetzt ab. Und der Angry Villager spawnt. Oh mein Gott, wie sieht er aus? Okay, auf geht's. Auf einen guten Kampf. Let's go. Ich potte. Potte, glaube ich, noch nicht in der ersten Wave. Wow, ist ja sparsam. Junge, du gehst ja schon komplett rein. Die sind vor mir gespawnt, die gehen rein. Okay. Ich stehe nur hier. Ich verteidige.
Oh mein Gott! Ja, ich, wie viel Leben hast du verloren? 6 Herzen. Siehste? Sind die irgendwie tankier? Ich hab euch keine Stärke drin, deswegen vielleicht. Tja, ich nehme noch keine Stärke. Aber ich strafe die ganz gut weg, pass auf hier. Wissen wir, wie viele Waves es hat? Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wenn wir den Timer deaktivieren würden, da steht nämlich, glaube ich, was. Was mal so kurz aufblitzt. Aber ich glaube, das beißt sich gerade mit dem Timer. Ich glaube, diese Blitze sind nichts Gutes hier außerdem. Ja, bei dem Blitz musst du aufpassen. Aber das ist doch human. Auf jeden Fall. Also Schaden ist noch nicht so krass. Es kommen manchmal so random Damage Spikes einfach ran, ne? Von diesem entfernten Strahl. Nee. Oh, guck mal, das ist nicht gut. Ja, das ist Lava. Ja, der sollte sterben, oder? Der hat Fire-Resi. Der hat auch Speed, glaube ich. Alright, dritte Wave. Also wenn so Blöcke unter dir spawnen, dann explodiert immer irgendwas oder so. Da musst du aufpassen. Ja. Oder ist das zu Lava? Wir können die Lava auch wegmachen hier. Die Vindicator, die Potmar. Same. Und Abfahrt. Jammt schon mit in der Lava. Ja, die haben keinen Fire-Resi. Aber es sind dafür richtig viele. Ich glaube, wir müssen ein bisschen backupen. Es sind sau viele. Ja. Hinter dir, Basti, Vorsicht. Ja? Wir hätten Lava immer machen sollen. Das wäre so smart gewesen. Boah, ohne Shit. Bei dir ist ordentlich was los. Ja. Das Ding ist, die machen gut Damage, aber du kannst sie auch gut kiten. Ja. Dann ist noch einer wieder getrappt. Ja. Lass diese Löcher mal zumachen. Das hier auch. Also, ja, das vielleicht jetzt nicht. Ich gebe jetzt mal zur Sicherheit. Wenn mir genug. Ja, true. Oh, was ist das? Oh, Blazes, Blazes. Und Ravager. Fire-Resi wäre echt gut gewesen. Fire-Resi wäre echt stark. Okay, es geht, aber er macht nicht viel Damage. Aber es spawnen immer neue Flächen unter dir, pass auf. Ne? Ich weiß nicht, was die machen, aber... Ich auch nicht. Stark. Na, Blazes, ne? Also die machen bisher nichts Besonderes, außer Blazes dann. Die bauen viele. Ey, Junge, die halten ultra viel aus mit Bogen. Die halten tatsächlich sehr, sehr viel aus. Holy, was sind das für tanky Blazes? Was? Oh mein Gott, warte mal! Was? Vidi, die schleudern dich insane weit nach oben! Ich war safe 50 Blöcke in der Luft! Hä, was? Was schleudern dich da oben? Diese roten Dinger, das sind Launchpads! Wait, what, for real? Ja. Hast du Enderperlen? Nein. Ich geb dir welche. Im Notfall musst du die werfen. Was? Geh doch weg! hier. Die müssen reichen. Junge, was? Ey, ohne Mist, das ist ultra gefährlich. Die eine Blaze hier, die hier, die kriegt dich seit einer Minute. Vielleicht muss man die irgendwie anders killen. Vielleicht mit Wasser? Nö. Das kann ja nicht normal sein, dass sie so viel aushalten. Vielleicht müssen wir nur die Ravager killen, Basti, und die Blaze sind einfach nur... Ich glaube, Real Talk, wir müssen erst die Ravager killen. Davor ist noch einer, siehst du den? Ja. Es könnte wirklich so sein, dass wir erst die Ravager killen müssen und dann können wir erst die Blaze killen. Aber die Blazes, die kriegen gerade schon genug Schaden. Auf dem sitzt irgendwas drauf. Ein Skelett. Warte, was? Was ist das? Alright, lass nochmal probieren, die Blaze zu killen. Haben wir alle Ravager gehabt? Ja, jetzt kannst du sie killen, Actually? Ja, es mussten alle Ravager tot sein. Oh ja, sie sterben alle im Regen. Ich dachte schon, die halten so ultra viel aus. Ich dachte auch, oh mein Gott. Ja, aber wir müssen häufiger so denken. Ja, wir müssen smarter sein. Also, dass die halt, das war ja zu erkennen, dass die halt zu viel Schaden bekommen. Okay, ich habe alle tot? Ja, nächste Wave. Das war jetzt die dritte. Ich regappe und reporte direkt, nutze Sicherheit, ne? Ja. Phantome. Man kriegt Nausea. Die Phantome. Nausea. Junge, das sind Pillager auf Phantomen, die reiten. Was, ich kann nichts treffen. Du kriegst 20 Sekunden Nausea, wenn ich so eine Pot trifft. Ja, I see. Oh my lord. Es sind noch Pfeile, wenn du welche brauchst nachher in der Schalker für dich. Ich hab noch die. Jetzt bräuchten wir die Launchpads. Also entweder treffe ich die wirklich nicht oder... Ja, wir können kein Damage machen, gefühlt. Müssen wir wieder irgendwas anderes töten vielleicht? Hier ist einer unten, ich versuche ihn zu hitten mit dem Schwert. Ja? Das sind Magier, die spawnen Wechsel. Nein, jetzt hör auf. Hier sind überall Wechsel, Basti. Ich weiß nicht, wo du bist tatsächlich gerade. Hier, im Wald. Ah ja, ist sie. Das ist eklig, was ist das? Das Ding ist, du darfst doch nicht stehen bleiben, weil Nausea halt droppt. Junge, die Nacht fuckt auch nochmal richtig ab. Ey, du kannst die nicht hitten. Irgendwas muss uns einfallen. Es ist ein Phantom, es darf natürlich nicht Nacht sein. Es darf legit nicht Nacht sein, kann das sein? Ja, aber als ob es damit zusammenhängt. Ich geh schlafen, kommst du? Ja, gute Nacht. Pass auf, die brennen jetzt. Niemals. Doch, die fangen jetzt an zu brennen. Watch it. Und dann stürzen die ab und dann kommen die Magier runter. Ja, guck. Die brennen! Aber die kriegen kein Damage. Oh mein Gott, wie gut. Aber die kriegen kein Damage, oder? Die brennen einfach nur. Ja, oh, gut. Warte, hier ist eins ganz tief. Vielleicht, I don't know. Ich sehe ihn halt nicht. Hab ihn! Sehr stark. Ey, wie soll der droppt einen Toten. Er droppt einen Toten. Okay. Ja, wie sollen wir die. Ich sehe gar nichts. Aber wie sollen wir die Dinger, die ganz oben sind, halt killen? Wir müssen uns legit hochbauen. Oh ne, die Wechsel schlagen nicht runter. Alter, das ist ja Pain. Wie kommen wir da hoch? Vor allem sind so viele, es sind ja nicht nur ein oder zwei. Wir können die nicht mit Pfeil und Bogen hitten, ne? Das geht nicht. Nee, die prallen wirklich ab, die Pfeile. Digga, ich kann nichts machen damit.
Wir müssen uns legit so hochbauen und einbauen, glaube ich. Ich hab ihn gehittet. Zweimal, er ist tot. Sehr gut. Jetzt kommt runter hier. Wie macht man hier MLGs mit den Kitzeln? Ich sehe gar nichts. Wir waren zu lange in der Bar, Basti. So, ja. Vielleicht Hitboxen? Oh, guter Call. Hitboxen könnte auch nicht was bringen. Das Problem ist, jetzt brennen die halt, jetzt sieht man das gar nichts. Ne? Ja, das ist halt echt scheiße, was das Tag ist. Man sieht die Magier gar nicht. Ich dachte, ich five-hatte oder so, aber ich hab's einfach getwo-hattet. Jetzt. Oh ja, nice. Du kannst mit Bogen killen, Aber nur von oben, oder? Es ist übel schwer. Irgendwie, keine Ahnung. Es sind nicht mehr viele wenig. Da hinten ist noch einer, der fliegt. Digga, ich kann, ich weiß nicht, wo mein Crosshair ist. Ich sehe mein Crosshair nicht. Junge, man kann ihn nicht sehen, Vini! Nein, ich wieder noch. Hab ihn. Nice! Hilfe! Was ist das? Was ist das? Was macht der? Ist das die vorletzte Wave oder die fünfte? Junge, was ist das für ein Geräusch? Hilfe, was ist das? Digga, das sind Hunde! Oder was? Hä? Das sind Enwis, die von oben fallen! Ja, ja, ich seh's! In Bewegung bleiben. Geh unter das Dach einfach. Was passiert hier? Oh, der läuft rum! Wir müssen den Village angreifen, Basti! Ah, lol! Ich potte und dann gehe ich drauf, okay? Ja. Er macht Schaden, er macht gut Schaden. Ich weiß nicht, du kannst ihm noch keinen Schaden machen. Er spawnt. Ah! Basti, der wirft Creeper! Ja, der spawnt Creeper und Hunde. Nein, er wirft sie! Wie, er wirft sie? Ich hab mir gerade ins Gesicht geworfen. Man kann ihn hinten, glaube ich, oder? Wo aber? Auf den Kopf oder was? Ja, irgendwas kannst du machen. Aber viel Schaden, viel! Digga, der Sound. Er ist so sauer. Kriegst du Schaden? Ich krieg. Nein, gerade nicht. Unmenschlich viel Schaden. Wirklich? Er hat ja, auf ja. dich aggro. Er hat auf dich aggro. Ich muss gappen, Alter. Ich muss. Meinst du, das bringt über was wir machen? Schon, oder? Ja, ja, Animation. Kriegst du viel Damage? Ja, sehr viel. Ich bin auf 3 Herzen. Durchgängig. 2. Es geht aber jetzt gerade. Guck auf deine Rüstung. Bei mir ist alles gut. Er hat voll auf dich aggro, passiert. Okay. Kite ihn einfach. Ich finde ihn aus. Ja, ich muss gappen. Komm, Junge. Wir haben ihn gleich. Oh, dein Tote, Basti. Ja. Yeah! Oh mein Gott. Hilfe. Holy. Digga, er macht mir ein bisschen Angst. Wie wieder guckt. Junge. Aber wie geil war das? Oh mein Gott. Das war richtig geiler Fall. Holy shit, aber das war so nice, wie man sich nochmal so richtige Taktiken ausdenken musste. Mit zum Beispiel den Pillagern auf den Phantom. Das war ultra geil. Ja, doch die Blazes. Ja, weil die auch noch vor allem super schwer waren, die halt zu killen, war ultra geil. Ja. Also der Typ hat am Ende auch richtig viel Schaden gemacht. Also ein Totem musste ich zünden. Der hat auch Lingering Potions auf Wither geworfen, ne? Ja, der hat richtig viele Sachen gemacht. Warum guckt er mich noch an? Junge, warte, was passiert, wenn wir den Block abbauen? Ist es die Trophäe? Wir kriegen ja jedes Mal eine Trophäe. Sorry, also ich wollte dich da jetzt nicht entblößen, aber. wer ist er denn? Lol, ich hab ihn. Was? Guck mal, was ich bekommen hab. Bitte was? Oh, die schmecken. Guck mal, was wir hier gebaut haben, Alter. Über so Tower, über die Flächen, die hier unter uns gespawnt sind. Auch das mit den Plattformen, dass man hochgeschleudert wurde, war auch ultra krass. Du musst halt, also der Fight war halt so, du musstest ständig in Bewegung bleiben. Entweder du musstest die Mobwaves kiten oder irgendwas ist gespawnt, entweder unter dir oder über dir. Ja. Die Anvils, die Potions, die Nausea Potions, die Flächen unter dir. Übel geil gemacht. Und wir waren halt wirklich ausreichend equipped. Ich hatte jetzt am Ende noch 2 Gaps. Ich habe jetzt am Ende halt echt durchgegappt. Du hast 2 Gaps noch gehabt? Am Ende musste ich ja dann so 10 Stück oder so essen. Crazy. Okay. An die Ersteller, warte, ich will noch mal ganz kurz auch Props an die beiden geben. Fanecraft und der Kollege im Video, der auch dabei war, ist Karl-390. Also, I don't know, I'm sorry, falls jetzt der Name anders ist, aber ey, ganz, ganz, ganz große Props und wirklich großes Dankeschön für den echt geilen Endboss, den ihr gemacht habt. Also wirklich sehr, sehr geil. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, lass mal zurück zum Spawn gehen. Auf dem Weg jetzt zurück können wir ja mal darüber reden. Wir haben ja immer 3 Kategorien und zwar einmal den Boss an sich selbst vom Fight und den abwechselnden
Skills. Dann haben wir einmal das Design und dann haben wir noch einmal das Ritual, was bewertet wird. Ich würde mal anfangen. Mich interessiert ja als deine Gastmeinung. Als allererstes, wie fandest du denn generell das Ritual? Also wenn du es jetzt auch bewerten müsstest im Hinterkopf in der Skala 1 bis 10 und zählen wäre das Stärkste. Dem Ritual würde ich, glaube ich, eine 9 geben, actually. Weil ich fand es sehr cool. Also nicht nur jetzt, dass man das eben einbauen musste mit dem Beruf und so weiter. Das ist eine coole Story dann dazu. Aber das an sich reißt es nicht. Aber das, was ich extrem geil fand, war, dass man halt diese verschiedenen Heads sammeln musste und da auch so Mini-Bosse hatte, beziehungsweise halt so kleine Gimmicks drinnen. Zum Beispiel, dass wir angefangen haben mit dem Cordu, mit den Goblins, so, was so heißt, so, ja, leg dich mit denen an und dann kommen jetzt die Fledermäuse raus, wenn du dich schlägst. Das alleine schon. Dann das mit dem Zombie-Spawner, den wir zum Glück schnell gefunden haben. Aber ist einfach cool gemacht, dass du halt diese Stages von diesen Mini-Bossen hast, die du fighten musst. Und der Weg dorthin fühlt sich halt wirklich so an, als würdest du halt so progressen, sozusagen, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Also ich fand beim Ritual zum Beispiel, generell fand ich es auch richtig gut aufgebaut, auch von der Logik her, dass es halt der Angry Villager ist und du machst sozusagen Sachen, die den Villager irgendwo verärgern. Ja, also dass du es einmal jetzt mit den Berufen jetzt sozusagen hattest, dass du halt diese vier Villager da sozusagen jetzt trappst, dass du diesen Eisengolem-Boss spawnst, der ja auch mit Villagern was zu tun hat, dass du eben, ja weiß ich, diese Köpfe generell sammelst. Man kann sich natürlich drüber jetzt streiten und ich muss generell sagen, also ich würde die Jungs, die jetzt den jetzt gemacht haben, was jetzt auch ein großes Kompliment ist, halt eben echt auf einer hohen Stufe genauso wie den Elefanten eben bewerten. Und da muss ich halt sagen, das sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, ich find's cool, dass so kleine Zwischenendbosse kamen, aber so eine Bosse wie jetzt zum Beispiel der Eisengolem oder der Fuldia-Zombie sind ja jetzt ja nicht wirklich eine Herausforderung gewesen. Was sollten sie auch eigentlich an sich gar nicht sein. Aber es wäre halt natürlich schon krass gewesen, wenn die beiden nochmal individuell auch echt nochmal eine Klasse gehabt hätten. Wenn das gestimmt hätte, wäre es halt wirklich schon Tendenz eher so zu Richtung 10. Mhm. Aber so würde ich jetzt eher so sagen, so 8 bis 8,5 um den Dreh. Also ich glaube, wenn wir uns insgesamt... Ja, ich glaube, du hast schon mehr Bosse gespielt. Deswegen. Ich sehe es immer in Relation zu den anderen. Ich glaube, wenn wir insgesamt eine 8,5 fürs Ritual sagen, ich glaube, dann ist das echt fair fürs Ritual. Was würdest du denn sagen zum... Fangen wir an erstmal mit der Optik vom Boss. Optik war halt recht einfach. Es war halt ein Villager-Model, was ein bisschen größer war. Also es war halt alles Vanilla, darf man nicht vergessen. Ne? Es ist halt nichts davon gemoddet gewesen oder so. Also das Einzige, was wir hatten, war das Custom-Texture-Pack. Maximal halt Data-Pack halt, ja. Genau, voll. Ich finde es safe. Dafür, dass es halt Vanilla ist, finde ich es richtig, richtig geil. Ja. Aber wenn man es halt in Relation zu den anderen bewertet, ich meine, ich habe die Videos gesehen, ne? Wäre natürlich auch mehr Luft nach oben gewesen. Muss man ehrlich sagen. Aber dafür, was du aus Vanilla rausgeholt hast, finde ich sehr, sehr cool von der Optik her. Generell auch, wie das Schlachtfeld dann im Endeffekt hinterlassen wurde. Das gehört ja auch noch zur Optik dazu, würde ich sagen. Ja, okay. Ja, kann man schon sagen. Wenn man so davon ausgeht, man fightet in so einem Village und alles Mögliche, das, was hinterlassen blieb und alles so. Also, wie wir das kaputt gemacht haben, die Gegend dort, passt auch noch ganz gut in die Storyline rein. Ich glaube, da würde ich eine 7 geben. In so eine Richtung würde ich auch gehen. Der Endboss, der Angry Villager, hatte schon eine Textur. Also, der hat ja schon nochmal diesen Magma-Block auf dem Kopf. Ja. Also, das war halt so Database-mäßig. Aber jetzt in Relation, also, es ist sehr gut trotzdem gemacht. Aber wir müssen es halt in Relation dazu bewerten, was wir halt davor teilweise hatten und logischerweise war halt der Wildlife Protector, der Elefant, also Miraculix hat halt ein extra richtiges Model und so weiter gemacht. Natürlich ist das dann in der Optik-Kategorie, finde ich, dann höher angesetzt, aber es ist halt natürlich auch ein bisschen hart, dass es halt sozusagen jetzt in der Relation steht. Aber ich würde für die Optik halt eben auch 7 Punkte geben. Ich finde, 7 ist eigentlich ganz gut getroffen. Ich finde, dass es so auf der Ebene wie der Corrupted Hoglin ist. Also so in der Richtung könnte man das bewerten, finde ich. Aber ich glaube, das, was jetzt halt wirklich die meisten Punkte rausreißt bei dem Boss, ist halt, glaube ich, eindeutig auf jeden Fall die Skills. Also generell, wie der Boss Bosskampf eben aufgebaut war. Ich lass dich erstmal zuerst reden. Ja, der Bosskampf war, ich hab's ja am Anfang schon gesagt, ich find's mega cool, wenn man sich so Sachen überlegt, dass man nicht da einfach stumpf draufhauen kann oder sich einfach hochbaut oder irgendwie sowas in die Richtung. Und da sind so viele Elemente drin gewesen, wie die das umgesetzt haben. Es hat angefangen damit, die ersten Waves waren so ein bisschen harmlos. Es hat damit angefangen eben, du darfst nicht stehen bleiben. Da war dieser eine Laser, der einfach von diesen Kalkwaffen gekommen ist, auf der einen Seite. Dann diese Explosionen, die habe ich nicht verstanden, wo die herkommen oder wie das passiert ist. Du meinst die Blitze, ne? Ja, es waren Blitze, unter einem ist was explodiert, wir hatten einfach diese fette Explosion, habe ich direkt 6 Herzen bekommen oder sowas. Ja. Und dann später ist es ja auch Lava unter dir gespawnt, wenn du stehen geblieben bist. Na, du musstest dich die ganze Zeit bewegen halt. Ja, genau. Das war mega cool gemacht und später ist es halt immer schwerer geworden, auch muss man dazu sagen. Es war eine stetige Steigung. Halt. Man hat richtig so gemerkt, die Waves werden schwieriger, wie du, wenn du normalen Raid spielst im Prinzip, beziehungsweise die Kurve war sogar noch härter, weil beim Raid wiederholt sich das ja teilweise dann so ein bisschen von den Waves hier, weil da dieselben Mobs kommen. Und hier ist wirklich so eine stetige Steigerung bemerkt und das fand ich eben sehr cool gemacht. Du kannst nicht die Blazes töten, wenn du nicht zuerst die Ravager killst. Die Ravager hat ein bisschen stärker sein können, meiner Meinung nach. Also in der Wave war das halt ein bisschen schwach. Oder die Blazes halt, whatever. Aber du musstest halt mit Gehirn an die Sache rangehen und das fand ich sehr, sehr cool. Und die Phantome waren, glaube ich, meine Favorite Wave. Ja, die waren richtig gut. Was ich mir noch gewünscht hätte, irgendwie was cool gewesen wäre am Ende, damit man, ich meine, du hast viel Damage bekommen, aber er hat halt keinen Aggro-Swap drin gehabt. Also ich konnte ihn einfach auskritten. Wenn er irgendwie so eine Ability hat, dass wenn er zu oft geschlagen wird oder sowas oder irgendwie so in die Richtung was gehend, dass er dann halt einfach so einen AOE-Knockback macht oder so, wo du nochmal super viel Damage bekommst, dass du nicht die ganze Zeit durchkritten kannst auf ihn und sowas. Das wäre cool gewesen, denke ich. Ja. Also dem Kampf würde ich, glaube ich, eine 8 geben. Boah, ich würde da sogar noch weiter hochgehen, weil da waren ja auch zum Beispiel noch das mit dem Effekt hier mit dem, sag schon, mit Nausea, war richtig gut. Und dann zum Beispiel auch mal noch mit diesen Jump-Pads fand ich zum Beispiel auch richtig, richtig gut gemacht. True, es waren so einige coole Sachen dabei eben. Ja, ich weiß nicht, 8,5, 9. Ich würde da echt eine 9 geben. Ja, ich glaube tatsächlich auch
eine 9, ja. Ich meine, es war Vanilla, das ist halt das Ding, ne? Ja. Auf jeden Fall, also was da aus Vanilla rausgeholt wurde, ist echt sehr, sehr nice. Und ich glaube, dass der Kollege sich auf jeden Fall verdient hier den Spot beim vierten Boss abgeholt hat. Richtig, richtig geile Geschichte, also wirklich ganz große Props nochmal an die Jungs. Hat sehr viel Spaß gemacht, es war echt ideal mit dir zu spielen, dass wir halt echt einen schwierigen Boss hatten. Dass der halt uns wirklich rausgekitzelt hat. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir hatten echt auch OP-Stuff. Also wir waren ja full top-geared. Speed 2, Stärke 2, Full Prot 4, Netherite. Ja, ist ja auch nicht selbstverständlich und wir mussten dafür auf jeden Fall ordentlich Zeit rein investieren. Also dementsprechend auch danke natürlich an dich, Vini, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es war sehr schön, mal wieder mit dem Minecraft zu spielen. Es war immer wieder toll. Gerne, Basti. Danke fürs Einladen noch. Ja, sehr, sehr gerne. Gut, Leute, wenn es euch ansonsten gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da, abonniert den Kanal, schaut bei Vini vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Endboss, beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao, ciao, yeah.